so Leute wie ihr uns schon erkennen könnt, tunen wir heute den neuen Terminus. Und der liebe Kollege hat den hier schon, der liebe Paul. Ich muss sagen, der sieht sehr ungetunt aus, so, aber auch sehr clean und schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Und zwar gibt es den Terminus bei SSASA für 1,875 Millionen. Hier in einem schönen Pink. Wisst ihr was? Wir bestellen auch einfach mal einen Pink in unsere Autowerkstatt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn er angekommen ist. So, da ist der schöne Terminus. Da ist er in dem wundervollen Pink und schmückt unsere Garage. Mal sehen, was man alles machen kann. So, Radlaufverkleidungen. Oh, okay. Da haben wir diesmal ein bisschen ein paar Sachen. Okay, wir können die entfernen. Schmal, lackiert, dann robust. Okay, so hat auf jeden Fall einen uniken Look und dann nochmal ein lackiert. Ich würde sagen, wir machen den erstmal sehr, sehr verrückt. Ich bin halt im Moment nicht sicher, wie ich den tunen will. Deswegen machen wir erstmal keine Kotflügel. So, die Bremse natürlich voll. Stoßstangen, mal sehen, was wir hier haben. Die Frontstoßstange verringert, auch gekürzt so. Schutz, Lichtbügel, Lichtbügel mit Scheinwerfern. Was? Verringerte Stoßstange mit Lichtbügel? Okay, jetzt mein Gehirn wird langsam ein bisschen durcheinander. Robust und robust lackiert. Ich nehme mal das hier, robuste Stoßstange. So, jetzt die Heckstoßstange. Wir haben einmal die robuste, die lackierte robuste. Dann mit Haken. Und lackierte mit Haken. Ich würde dann die normale mit Haken nehmen. Die sieht, ja, hat mir jetzt so gefallen. Und dann können wir doch ja noch die Türen verändern. Okay. Türschütze, Rohrentüren. Okay. Schmalrohrtüren, Tuningrohrtüren. Digga, Tuningrohrtüren, mein Gehirn. Leichtbaurohrtüren mit Streben, mit Schloss, Hurz, mit Gitter. Mit Membran, mit Netz. Ich muss ehrlich sagen, ich mag die Tür, aber wir gehen mal wieder für irgendwas, was anders ist. Und zwar. Hat mir die Tür sogar sehr gefallen. Bietet ausreichend Schutz, aber ist noch trotzdem verschlossen. Auspuff, doppelt beschichteter Auspuff. Ui. Oh, der ist erstmal hier an der Seite. Und dann geht er so nach oben. Okay, wir nehmen auf jeden Fall den beschichteten Vierfach-Auspuff. So, dann die Motorhaube. Oh, hier haben wir schon 11 Optionen. Wir gehen mal schnell durch. Carbon beschichtet, Schädelbeschichtung, Tarnbeschichtung. Dann haben wir hier ein paar Ausrüstungssachen, Einlässe. Und dann nochmal dasselbe mit den Einlässen. Oh, okay, wir müssen das nehmen. Das ist das Einzige, was anders ist. Limitierte Motorhaube. Hat mir jetzt so, so gut gefallen. Als nächstes kommt das Dach. Kein Dach. Was? Okay, das ist heftig. Lackiertes Dach. Verkürztes Dach. Verkürztes lackiertes Dach, mein Gehirn. Und Safari-Netz. Also Safari-Netz hat mir jetzt nicht so gefallen und kein Dach auch nicht. Also beziehungsweise ist jetzt nicht das, was ich gerne machen will. Ich mag aber das verkürzte Dach. Jetzt nur die Frage, ob wir das in normal nehmen oder in lackiert. Sieht hier die Scheibe, die da rein und raus... Die da rein und raus backt. Vielleicht kann man das ja irgendwie wie damals so... Ja, ist das geil. Okay, wir lassen es erstmal so. Bin ich mal sehr gespannt, wie das sich später verhält. Dann schauen wir uns die Seitenverkleidungen an. Lamellentrittbretter, Röhrentrittbretter, Schurorschutz, Trittbügel, gelochte Trittbretter. Okay, ja, das sieht am normalsten aus. Ich nehme mal das hier. Reserverad können wir noch verändern. Dann haben wir das Reserverad mit Abdeckung oder mit so einem Reserverad. So, dann nehmen wir den mit Schutzbügel. Reifen lassen wir erstmal so. Sehen wirklich sehr geil aus, muss ich sagen. Oh mein Gott, das ist geil. Ey, das ist so dumm. Ich feiere das so sehr. Wir machen mal das hier. Wir machen mal Limousinen einfach nur wegen der ganz hinteren Scheiben. Das ist so witzig, dass wir zwei Scheiben haben jetzt. Windschutzscheiben, Accessoires haben wir dann noch. Dann haben wir noch den Schnorchel an der Seite. Okay, der improvisierte Schnorchel, obwohl der auf gar keinen Fall improvisiert aussieht. Die Lichtleiste, Scheibenpanzerung. Bringt das überhaupt was? Lackierte Scheibenpanzerung, ich denke nicht. Wir nehmen mal die Lichtleiste. Ich habe wirklich sehr hohe Hoffnung, dass die funktioniert. Das wäre nämlich sehr geil. Okay, ich sehe gerade, ich habe Kühlergrill übersehen. Dann machen wir auch mal hier weiter. Teils verdeckte Scheinwerfer, Carbon, Tuning... Tuning Carbon, okay, Halbton, aggressiv, lackiert aggressiv, aggressiv Carbon. Boah, jetzt, also das sieht krass aus. Robuster Kühlergrill, lackiert. Okay, wir nehmen mal das hier, das sieht wirklich irgendwie sehr, sehr wild aus. Also sieht sehr böse aus, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen jetzt. Und als allerletztes schauen wir uns noch die Designs einmal ganz schnell an. Endure Fortes, kann es Geometrie, sieht man leider kaum. Dann haben wir Wiz Offroading. Ui, Hardcent Racing, sehr, sehr interessant. Dann Straßenstyle, PR, okay, Hardcore. Dann haben wir nochmal buntes Beast. Warum haben wir so viele Anime-Lackierungen bei so einem Fahrzeug? Auf jeden Fall habe ich jetzt leider keine Lackierung gefunden, die mir gefällt. Deswegen machen wir erstmal keine drauf. Und ich würde sagen, ich tune den jetzt einmal zu Ende und dann sehen wir uns draußen wieder. Okay, Leute, wir sind fertig mit dem Tuning und fahren mal raus. Und es ist einfach unglaublich. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Wir müssen uns jetzt mal alle anschauen. Ich muss mich mal hier vorne hinstellen. Oh, ihr habt euch echt hier geil aufgestellt. Moment. Das ist so krass hier, diese Aufstellung. Wirklich sehr geil, Leute. So, wir schauen uns einmal schnell die ganzen Fahrzeuge an und dann machen wir einen Performance-Test. So, hier haben wir den von Kev. Wirklich sehr geil. Sieht aus wie so ein Meer. Grün oder ist das so eine Crew-Farbe? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice, sehr, sehr clean aus. Gefällt mir sehr gut.
Dann von Janina, ich muss sagen, die Farbe gefällt mir ultra gut. Ich weiß nicht, ob das eine neue Chameleon-Lackierung? Weiß ich nicht, aber mit den Formel 1-Reifen sieht das schon sehr geil aus. Meergrün, ja, sehr geil. Und dann haben wir noch den sehr cleanen von Paul. Das ist die Emanitech, ne? Die Panzerung hier. Das haben wir auch. Das mache ich jetzt nicht drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei mir drauf machen kann. Mit diesen Türen, aber sehr, sehr geil. Und das ist hier meiner jetzt. Mit dem dunkelgrau und den limettengrünen Akzenten. Und ich muss sagen, der Wagen hat schon das gewisse Etwas. So, Leute, noch ganz kurz. Ich verstehe nicht, wie wir das... Oh mein Gott, nicht keine Haftpumpen. Wie wir das geschafft haben. Aber wir haben hier eine extra Scheibe bei uns, die wir auch abschießen können. Das ist so interessant. Jetzt ist sie weg. Und dafür kann unsere normale hintere Scheibe nicht kaputt gehen. Das ist ja mal sehr interessant. Also das sind so verbuggte Scheiben jetzt. Hier ist sogar so eine Ecke, wenn ihr das sehen könnt. Also leider wieder ein paar kleine Fehler von Rockstar an der Stelle. Aber sehr, sehr geil. Sehr nice, Leute. So. Okay, natürlich haben wir jetzt alle dasselbe Fahrzeug. Aber einfach nur ein allgemeiner Test, um zu sehen. Aber man kann schon sehen, zum Beispiel, wie mein Terminus und der von Paul ganz unterschiedlich aussehen. Also das macht schon einen geisteskranken Unterschied, wenn man so schaut. Das ist schon krass. Sehr geil, ehrlich. Gefällt mir sehr gut, der Wagen. Oh, oh shit. Ich wollte da hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so knapp, okay. Ich muss ehrlich sagen, dass er mir sehr gut gefällt. Vor allem die Federung. Also die ist echt sehr nice. Also es macht schon Bock, mit dem herumzufahren. Die Federung ist sehr aktiv so. Der Wagen wackelt sehr krass rum. Vielleicht kann man damit mal Offroad fahren. Und das Licht oben funktioniert auch. Das habe ich jetzt voll vergessen zu testen. Aber sehr geil. So, Leute, wir machen jetzt einen krassen Drag Race. Was war's? Und zwar habe ich den neuen Terminus. Neben mir haben wir den Kalahari, dann den Draugr und ganz links den Karakara 4x4. Ich werfe wieder eine Granate, wie zuvor auch. Und ich bin mal sehr gespannt, wer dieses Rennen gewinnen wird. Alle so gut starten, wie ihr könnt. Und dann bin ich mal sehr gespannt. Kev hat den Start verpasst. Kev hat den Start verpasst. Was ist passiert? Okay, krass. Nein. Okay, Leute, kurze Korrektur. Kev hat den Kabachu. Aber das Drag Race eben habe ich ja gewonnen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das jetzt sein wird. Jeder so gut starten, wie er kann, ne? Wir schmeißen die Granate. Und jetzt bin ich mal extremst gespannt, wie das ablaufen wird. Okay, Paul hat einen besseren Start hingelegt als eben. Ah, ich bin aus Versehen in seine Richtung gefahren ein bisschen. Okay, der Karakara ist wirklich sehr langsam. Ich weiß nicht, ob er getuned ist, aber das muss ich jetzt auch noch in Erfahrung bringen. Aber das ist ja krass. Der Terminus ist am schnellsten. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Also die allgemeine Geschwindigkeit der Fahrzeuge ist zwar nicht so hoch, aber von allen hat der jetzt die höchste Höchstgeschwindigkeit. Hat einer von euch den Monstrosity in HSW? Das wäre nochmal sehr interessant. Also ich denke, da habe ich zwar gar keine Chance, aber das wäre noch sehr interessant zu sehen, falls einer von euch den hat. Okay, wir machen den finalen Test. Ich im Terminus und dann haben wir noch hier Janina im Monstrosity HSW und Dubster 6x6. Nochmal den Camacho und ganz hinten nochmal ein Terminus. Ich werfe wieder die Granate und das wird jetzt der finale Test. Da bin ich mal extremst gespannt. Okay, der Monstrosity zieht schon sehr ordentlich weg, ja. Habe ich mir schon gedacht. Aber ich hätte wirklich mit einem größeren Abstand gerechnet. Okay, das ist ja wirklich eindeutig. Da habe ich ja gar keine Chance. Aber gegen den Camacho und die anderen Fahrzeuge ist es wirklich gar kein Problem. Das ist krass. Okay. Ja, dafür. Ja, der Monstrosity ist ja HSW, ne? Da kann man halt dann an der Stelle nichts machen. Und da kommt noch der Dubster. Sehr geil. Okay, Leute. Danke auf jeden Fall fürs Helfen. Ups, sorry. Fürs Helfen beim Testen. Dann würde ich sagen, an der Stelle. Oh mein Gott. So, Leute. Das war's dann mit dem Test. Ich muss sagen, abgesehen... Also abgesehen, das sieht schon sehr gruselig aus. Also abgesehen wirklich vom Preis des Wagens und von so Kleinigkeiten, die es gibt, kann ich den Wagen ausnahmsweise mal wirklich empfehlen. Also mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Die Tuning-Optionen sind nice. Der Wagen sieht gut aus und er ist auch gar nicht mal so langsam. Und das Geilste, einfach diese wundervolle Federung. Das ist ja wirklich einfach mal ultra geil. Also wirklich, der Wagen kriegt von mir so eine 8 von 10 und ausnahmsweise mal keine Geldverschwendung. So, danke an ihn, der mitgeholfen hat. Und damit
würde ich mich an dieser Stelle mit allen hier zusammen von euch verabschieden und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!